Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Lebensqualität und für dieses Achievement müssen wir Organzola in der Brutstätte im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ein Zoatoriden-Jungtier inkubiert wurde. Und wie funktioniert das? Wir müssen als allererstes ganz normal den Boss pullen und die erste Phase runterspielen. Heißt, wir knüppeln den Boss auf 40%. Sobald wir das gemacht haben, beginnt hinter ihm die Movement-Phase bzw. die Zwischenphase. Und in dieser Zwischenphase wird es jetzt relevant. Denn es ist so, sobald das Tor aufgeht, fängt von oben an ein Ei runterzufallen. Und dieses Ei müssen wir anklicken. Hinter dem Boss habt ihr jetzt gerade so eine Konstellation aus 2, 3 Eiern gesehen. Und da rechts daneben fällt das Ding runter. Jetzt stehen hier bei uns schon ein paar Spieler direkt an der Mauer dran, um loszurennen. Ihr müsst verdammt schnell sein. Da habt ihr es kurz gesehen, da fliegt das Ding runter. Und einer hat es geschafft anzuklicken. Ich als Tank war da jetzt nicht schnell genug. Und dieser Spieler, der das Ei hat, der muss jetzt nach unten kommen, ohne sich von irgendwas treffen zu lassen. Also wirklich komplett safe runterkommen. Der hat noch einen Debuff, dass er geslowt wird. Nicht so wie ich in irgendwas reinrennen, sondern der muss wirklich komplett safe hier den kompletten Weg runterkommen. Ihr könnt den mit verschiedenen Speed-Sachen supporten. Zum Beispiel hier als Druid habe ich den Roar, den ich jetzt gerade aktiviert habe, wo ich allen 40% Speed geben kann. Man kann als Priester die Federn legen. Ich glaube, Disti war das. Der kann nochmal ein Schild geben, ein Speed-Schild. Dann gibt es von Monk einen Speed, den er bekommen kann. Und ja, wahrscheinlich noch viele weitere Fähigkeiten. Und sobald der hier unten angelangt ist, ist es erstmal einigermaßen safe. Er darf halt nicht von den Einschlägen und nicht von diesen großen Dingern getroffen werden. So, und sobald er jetzt hier unten ist, ist es so, dass er nochmal von einer bestimmten Fähigkeit getroffen werden muss, und zwar Inkubationsflüssigkeit heißt sie. Die wird hier random auf die Leute verschossen, kann, soweit ich gesehen habe, auch gespreadet werden, also sprich, man kann die auch auf dem jeweiligen Spieler drauf spreaden. Ich habe ihn jetzt hier gerade nochmal gemarkt, und sobald er diesen Buff einmal hat, wird dieses Ei dementsprechend weiter ausgebrütet und das müssen wir jetzt erreichen. Heißt, ihr dürft den Boss jetzt nicht schnell genug umbratzen, sondern ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr dementsprechend diese Inkubationsflüssigkeit einmal abbekommen habt und erst wenn der Buff hier quasi mit drauf ist, dann könnt ihr den Boss runterbrezeln. Mehr in Anführungszeichen ist es nicht. Die Schwierigkeit ist hier wirklich, dass ein Spieler schnell sich das Ei schnappt und wenn er das Ei hat, dass er dementsprechend dann hier safe runterkommt. Jetzt habe ich ihn gerade in Target gehabt. Ihr seht, hier ist diese Inkubationsflüssigkeit drauf. Die beiden Buffs muss er haben. Also einmal das Ei und die Flüssigkeit. Und dann ist das gebongt. Jetzt darf er bloß nicht sterben. Dementsprechend könnt ihr den Boss jetzt runternuken. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, sobald der Spieler das Ei aufgesammelt hat, darf er wirklich keine einzige Fähigkeit mehr benutzen. Er darf beim Runtergehen keinen Schaden kriegen und er darf keine Fähigkeit mehr benutzen. Und hier hat ihm irgendeine Hand des Schutzes gegeben. Das ist ein bisschen risky, aber das entfernt nicht den Buff und Life per Kuhn hat er auch noch bekommen. Wir sind hier auf 100% ja, Sicherheit gegangen. So, ja, jetzt haut er nur noch den Boss runter und sobald der stirbt und der Spieler mit beiden Buffs quasi am Leben ist, gibt es dann auch das Achievement und ihr könnt weiter zum nächsten Boss gehen. Ja, das war es soweit mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.